Grüezi miteinander. Mein Name ist Tamira Seiler. Ich arbeite im Support als Lohnspezialistin. Ich zeige Ihnen in diesem Video die Verbesserungen durch die Swisstec-Zertifikation 5.0. Und zwar für die Lohnausweise. Die Lohnausweise finden Sie unter Dokumente, Lohnausweise. Sie können da einfach auf den Knopf drücken, Lohnausweise erstellen. Dann gibt es Ihnen unterhalb die Auflistung von allen Ihren Mitarbeitern für die Lohnausweise. Da rechts mit dem Pfeil können Sie jeden einzelnen abladen oder auch mit dem Kuvert jeden einzelnen an Mitarbeiter per E-Mail zuschicken. Weiter unten können Sie die Lohnausweise von allen Mitarbeitern gleichzeitig abladen oder auch gerade alle Lohnausweise per E-Mail an Ihre Mitarbeiter verschicken. Hier oben mit dem grünen Knopf senden Sie es an die Steuerverwaltung. Wenn Sie jetzt ein Rektifikat machen von einem Lohnausweis oder bis zu drei Lohnausweis können Sie ein Rektifikat machen, dann müssten Sie hier den Mitarbeiter anhäkeln, können dann hier sagen Rektifikat erstellen und es tut Ihnen den neuen Lohnausweis nur für den einen Mitarbeiter erstellen. Sie können es dann hier auch wieder eventuell an die Steuerverwaltung schicken. Das geht aber erst, wenn man hier unten auch schon geklickt hat. Das geht immer nur, wenn man das erste schon gemacht hat, dass man das nächste auch kann. Auch hier können Sie wieder den Lohnausweis abladen oder per E-Mail schicken. Falls Sie nun für alle Ihre Mitarbeiter neue Lohnausweise erstellen müssen, weil Sie etwas angepasst haben, gehen Sie hier oben auf Lohnausweise erstellen. Sie können hier sagen erstellen. Und es tut Ihnen für alle Ihre Mitarbeiter einen neuen Lohnausweis erstellen. Genau gleich wie vorher, Sie können dann die wieder an die Steuerverwaltung schicken oder auch alle abladen oder allen Mitarbeitern zuschicken. So, das war es mit den Änderungen zum Lohnausweis. Wir haben auch noch ein weiteres Video, und zwar über die Änderungen von der Swisstec-Zertifikation 5.0 zu Monats- und Jahresmeldungen. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.